Heute begrüße ich Lars Castellucci. Lars ist unser Sprecher für Migration und er war kürzlich auf Lesbos in den griechischen Flüchtlingslagern dort. Lars, ich bin regelmäßig in der Türkei und bin dort auch in Flüchtlingscampen und schaue mir an, wie die Menschen dort leben. Es ist sehr schwierig. Sie finden keine Arbeit, die Kinder gehen nicht in die Schule, weil sie dort ausgegrenzt werden oder weil das Geld für den Bus fehlt. Die medizinische Versorgung ist nicht überall gewährleistet. Wie sieht es in Griechenland aus? Leider nicht viel besser. Also ich habe mich geschämt, dort die europäische Flagge immer wieder zu sehen auf den Zelten, auf den Containern, die dort rumstanden, weil das für mich nicht Europa ist. Also wenn du sagst, die Menschen, denen fehlt es an grundlegenden Dingen wie Hygiene, einem ordentlichen Dach über dem Kopf, das finde ich, können wir miteinander nicht zulassen. Auch in Moria sind nur 5% der Kinder beschult. Wir haben rechtliche Standards festgelegt in Europa, die absolut unterlaufen werden. Was daran liegt, dass da einfach eine völlige Überforderung ist mit viel zu großen Zahlen. Und da müssen wir in Europa zu neuer Solidarität kommen, damit das auch Griechenland entlasten kann und am Ende auch den Menschen geholfen wird. Lars, du hast ja auch letzte Woche in der Fraktion von deinen Erfahrungen berichtet. Wir haben dann ein Papier verabschiedet als SPD-Bundestagsfraktion, wie wir uns das vorstellen. Nun ist es schön, Papiere zu verabschieden. Es muss ja auch konkret was passieren und zwar zeitnah. Was ist da geplant? Ja, dafür sitzen wir ja zum Glück auch in der Regierung, dass wir was bewegen können. Und es ist auch so, dass wir am Dienstag gleich im Ministerium wieder waren, auch in dieser Woche morgens, und uns berichten haben lassen, wie die weiteren Entscheidungen sind. Glücklicherweise haben sich ja nun einige europäische Länder bereit erklärt, mit uns voranzugehen. Das kann überhaupt wieder der Neuanfang von mehr gemeinsamer Zusammenarbeit in Fragen von Flucht und Migration in Europa sein. Also da bin ich zaghaft optimistisch nach dieser Blockade, die uns ja alle belastet hat, wo die Menschen auch draußen gesagt haben, ihr redet immer von Verteilung und Solidarität und das findet aber doch gar nicht statt. Jetzt haben wir Frankreich, jetzt haben wir Portugal, jetzt haben wir Finnland, jetzt haben wir von verschiedenen Ländern, da werden noch einige dazukommen, eben die Zusagen in dieser akuten Situation in Griechenland zu helfen. Es gibt ja das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, den UNHCR. Das sind die absoluten Fachleute. Die identifizieren jetzt mal diejenigen auf den Inseln, die am dringendsten dort raus müssen, also medizinische Notfälle, kleine Kinder, die sich zum Teil alleine auf den Weg gemacht haben. Also der Jüngste, der mir berichtet worden ist, hat sich mit 8 Jahren alleine auf den Weg gemacht. Also vielleicht sind wir mit 8 auch irgendwann mal von zu Hause abgehauen, wenn es irgendwie gerade einen Krach gegeben hat. Aber doch nicht über hunderte Kilometer Zäune und durch Kriegsgebiete hindurch. Da sieht man, was für eine Not auch dahinter sein muss, dass jemand sowas auf sich nimmt. Und da sind wir jetzt gefordert und ich gehe davon aus, dass nächste Woche in Brüssel eben dann unter den Staaten, die sich bereit erklärt haben, schnell geklärt wird, wer jetzt wen nimmt und dass dann die Evakuierungen, das Aufsfliegen auf sicheren Wegen auch schnell stattfinden kann. Von welchen Zahlen gehst du aus? Wie viele Menschen werden wir in sichere europäische Länder bringen können? Ja, also das ist so, dass wir da jetzt eine Zahl von 1500 auch in den Medien ja hatten. Das kann nur ein erster Schritt sein. Wichtig ist mir nochmal, dass wir jetzt hier eine Keimzelle für überhaupt eine gemeinsame Vorgehensweise von mehreren europäischen Staaten gesehen haben, die vielleicht auch dazu führt, dass man von dort ausgehend wieder zu einem Mechanismus kommen kann. Früher war das so, wenn ein Land an den Außengrenzen, wo die Menschen ja ankommen, besonders belastet ist, dann helfen irgendwann, das nennt man Relocation, die anderen europäischen Staaten mit, indem sie sagen, gut, dann nehmen wir einen Teil auf sicheren, ordentlichen Wegen ab, klären die Asylverfahren bei uns, bringen die Leute bei uns unter und dazu müssen wir wieder kommen. 1500 bedeutet, dass immer noch 40.000 Menschen auf den griechischen, auf den 5 griechischen Inseln sind, die direkt an der türkischen Küste gegenüberliegen, bei 190.000 Bewohnerinnen und Bewohnern. Das kann sich ja mal jeder für seinen Wahlkreis daheim vorstellen. Das ist einfach ein Missverhältnis. Auch Griechenland wälzt natürlich die Problematik auf diese Inseln ab. Aber die Kapazitäten, so wurde mir berichtet, sind eben auch im Festland gar nicht da. Wir müssen hier praktisch zu so etwas kommen wie einem Überlaufsystem. Also sobald, also erstmal müssen wir dafür sorgen, dass möglichst wenig Menschen sich überhaupt auf den Weg machen. Diejenigen, die fliehen müssen, wollen ja auch zunächst mal in der Regel in der Nähe ihrer Heimatländer verbleiben, in der Hoffnung, wieder zurückgehen zu können. Das Drama ist ja, wenn sowas 10 Jahre nicht geht, wie in Syrien, weil der Krieg dort tobt und zu einem Stellvertreterkrieg geworden ist. Und wenn dann aber Menschen fliehen, wie das jetzt der Fall ist, dann kommen sie irgendwo an
Und dann ist dort ganz zentral, dass dort die wesentliche Versorgung dann auch gut stattfindet und dass man dann eine Höchstbelegungszahl auch hat und wenn die Kapazitäten überlastet sind, dass dann andere einspringen. Und in dieses System, in diese Richtung wollen wir uns auch wieder in Richtung Herbst bewegen, wenn wir als Deutschland die Ratspräsidentschaft haben in der Europäischen Union, dass wir dann mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem vorankommen, die Blockade auflösen, die uns in den letzten Jahren belastet hat und dann hoffentlich einmal natürlich mit diplomatischen Mitteln und mit humanitärer Hilfe vor Ort helfen können. Aber das, was einfach übrig bleibt und was man auch nicht wegbekommt aus der Welt, nämlich dass Menschen eben fliehen müssen wegen untragbaren Zuständen, dass wir das dann auch human und solidarisch miteinander versuchen zu bewältigen. Ich habe dich aber auch richtig verstanden. Es geht nicht nur um die Menschen in Griechenland, sondern auch um die geflüchteten Menschen in der Türkei, von denen wir wissen, dass sie auch nicht vernünftig untergebracht werden. Und als letzten Punkt, ich habe gehört, dass wir als Deutschland direkte Hilfe leisten mit LKW, mit Hilfsgütern, auch mit Angebot, dass das THW, das ja die Fähigkeiten hat, um zum Beispiel eine Trinkwasserversorgung sicherzustellen, dass wir das angeboten haben, beziehungsweise die LKW, die irgendwo festsitzen, dass wir auch als Deutschland direkte Hilfe leisten für die Menschen, die wir eben nicht aufnehmen. Unbedingt. Also ganz ehrlich muss man sagen, wir machen wahnsinnig viel. Also wenn andere sich noch mehr ein Beispiel mal an uns nehmen würden bei diesen Fragen, dann würde es auf der Welt schon ein Tick besser aussehen. Wir sind zum Beispiel der zweitgrößte Geber des Welternährungsprogrammes als Deutschland und das finde ich bei allem Leid und immer, dass man sieht, es reicht, finde ich, man muss auch sehen, wir machen unglaublich viel. Unsere Bevölkerung trägt das auch mit. Es sind ja nun auch Steuergelder, die wir dafür ausgeben. Es sind Mehrheiten, die wir hier dafür bekommen. Das sind auf jeden Fall wichtige Beiträge. Aber nehmen wir mal Idlib, die humanitäre Hilfe muss ja da überhaupt auch ankommen. Dazu braucht es Bedingungen, die das möglich machen. Ich war schockiert, als die Hilfen nicht Griechenland die Inseln erreicht haben, sondern mir gesagt wurde, 2 Monate später, nachdem ich das im Bundestag schon verkündet hatte, wir helfen, dass das dann immer noch in Athen lagert. Das müssen wir schon auch sicherstellen, auch gegenüber unseren europäischen Partnern und auch dem Zielland Griechenland, dass wir erwarten, dass die Hilfe dann auch dorthin kommt oder wir sie dorthin bringen können, wo sie am Ende auch gebraucht wird. Und deine Frage, ja, was machen wir mit den Menschen in Griechenland, in der Türkei? Oder was machen wir überhaupt? Was machen wir mit den Rohingya? Was machen wir mit den libyschen Detention Camps? Es ist so viel Elend. Und ich glaube, es ist dann richtig, wie wir das jetzt bei Lesbos oder bei den griechischen Inseln gesehen haben, da, wo jetzt eine Hilfe aber zustande kommen kann, wo bei uns Bereitschaft da ist, wo Länder sagen, sie würden helfen, wo Städte und Gemeinden sagen, sie würden helfen, wo andere europäische Länder sagen, sie würden helfen, wo die Europäische Kommission aufruft, dort zu helfen, also wo man eine Hilfe wirklich auch erreichen kann, dann dort auch mal als erstes anzusetzen, weil wir brauchen auch die guten Nachrichten, dass es wo gelingt, dass die Hilfe auch ankommt, um daraus dann auch wieder die Kraft zu finden, anderswo auch zu helfen. Und ich muss auch nochmal sagen, unsere erste Aufgabe ist, in Europa für ordentliche Verhältnisse zu sorgen. In der Türkei setze ich mich dafür ein, dass wir die Vereinbarung ergänzen, die wir gefunden haben. Die muss überhaupt erstmal auch umgesetzt sein, aber wir haben jetzt praktisch da Bildungseinrichtungen mitgeholfen zu bauen, Krankenhäuser mitgeholfen zu bauen. Das muss man nicht nochmal machen. Aber die Menschen, diese 4 Millionen, sind ja weiter da. Und es ist ja zum Beispiel so, dass die Gelder ausgezahlt bekommen über die Mittel, die wir zur Verfügung gestellt haben, so wie in Deutschland auch ein Asylbewerberleistungsgesetz da ist und Menschen, die zu uns kommen, natürlich im geringen Umfang ein Taschengeld bekommen. Dieses Geld wird in der Türkei ausgegeben und nützt dann ja auch nicht nur den Geflüchteten, die sich dafür etwas kaufen können, sondern auch der örtlichen Wirtschaft, dem örtlichen Einzelhandel. Und ich finde, damit unterstützt man auch die Türkei mit den großen Zahlen, die sie bei sich aufgenommen haben. Und deswegen brauchen wir auch weitere Mittel, die von der Europäischen Union in der Türkei für die Menschen dort, nicht an die Regierung, für die Menschen, für die Hilfsorganisationen dort zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, dass das jetzt in den aktuellen Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten, den man nicht leiden können muss, ja, aber der halt da ist und die Menschen sind da, dass das in diesen Gesprächen jetzt auch zustande kommen wird. Lars, ich danke dir herzlich für dein Engagement. Ich denke, es ist klar geworden, das Leid in der Welt ist unendlich groß. Trotzdem müssen wir anfangen zu helfen, wo wir es können. Auf Lesbos und den anderen griechischen Inseln können wir es. Ich denke in der Türkei, aber wir sollten auch andere Länder nicht vergessen, die auch sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, dass wir das machen müssen. Und gleichzeitig müssen wir Fluchtursachen bekämpfen. Viel zu tun. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in dieser Bundesregierung daran arbeiten. Herzlichen Dank, ja, Lars Castellucci. Vielen Dank.